Hi, schön, dass du reinschaust. Heute 10 Dinge zum Warm-up und warum das für dich wichtig ist und wofür. Grundsätzlich die erste und wahrscheinlich am allgemein bekannteste oder der bekannteste Vorteil vom Warm-up ist die Erhöhung der Körperkerntemperatur. Ne? Körperkerntemperatur erhöhen letzten Endes, um den Körper auf die Belastung vorzubereiten. Damit wird die Durchblutung in der Muskulatur gleichzeitig erhöht, was den Nährstofftransport in die Muskulatur erhöht, damit auch die Leistungsfähigkeit erhöht, beziehungsweise die Energiebereitstellung in der Muskulatur verbessert. Genau. Eine ganz, ganz wichtige Sache, die aber letzten Endes außer Kraft gelassen wird oder außer Acht gelassen wird. Häufig ist es ja so, dass man im Alltag gestresst ist, viele Dinge zu tun hat, x Dinge auf einmal erledigen muss, im Gym ankommt und immer noch mit dem Kopf bei anderen Sachen ist. Das Warm-up ist ein schöner Cut zwischen dem Alltag und dem Training. Also letzten Endes hilft es dir auch, den Fokus für dein Warm-up zu bekommen. Also Thema Fokus hier, Achtsamkeit in den richtigen Modus reinzukommen, ist unter anderem auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der durch das Warm-up mit unterstützt wird. Ein weiterer Punkt, der sehr, sehr weit oder sehr, sehr stark vernachlässigt ist, ist die Schmierung der Gelenke. Man sieht sehr, sehr häufig Leute, die aufs Laufband gehen, aufs Fahrrad gehen. Damit wird die Körperkerntemperatur erhöht und auch die Durchblutung in der Muskulatur. Aber die Schmierung der Gelenke wird keineswegs damit verbessert. Die Gelenkflüssigkeit oder beziehungsweise die Schmierfähigkeit der Gelenkflüssigkeit verändert sich abhängig vom Druck. Also sprich, wird Druck auf das Gelenk ausgeübt, wird die Schmierfähigkeit der Gelenkflüssigkeit verbessert. Sprich, du brauchst Druck auf den Gelenken, damit deine Gelenke ordentlich geschmiert sind. Um das Ganze aus einer größeren Perspektive zu betrachten, gleichzeitig brauchen deine Gelenke Druck, um überhaupt den Trigger zu bekommen, um Gelenkflüssigkeit zu bilden. Sprich, der Knorpel braucht Druck, damit er überhaupt den Reiz bekommt, Gelenkflüssigkeit zu bilden. Das ist aber bigger picture, sprich, das wird nicht während des Workouts passieren, dass du Druck drauf bekommst und dann dementsprechend deine Gelenkflüssigkeit vermehrt wird, beziehungsweise mehr davon gebildet wird. Ja, wird sie, aber nicht so schnell. Der hauptsächliche Grund, warum auch schwer aufgewärmt werden sollte oder verhältnismäßig schwer, also immer im Verhältnis zum Workout, ist eben, wie gesagt, durch den Druck wird die Schmierfähigkeit der Gelenkflüssigkeit optimiert. Genau. Ein anderer Punkt ist ganz, ganz, ist auch die Propriozeption, also die Körperwahrnehmung. Im Alltag bewegen wir uns häufig nicht so ausgiebig, wie wir es dann doch im Gym tun. Dafür die richtige Körperwahrnehmung zu bekommen. Also Körperwahrnehmung ist oder bedeutet, dass du deinen Körper in Zeit und Raum wahrnimmst, ohne ihn zu sehen. Also das ist so ein Klassiker, ne? Letzten Endes mit geschlossenen Augen, ausgestreckter Arm einmal auf die Nase tippen. Wenn das möglich ist, ist die Propriozeption, die Körperwahrnehmung schon sehr gut. Das gilt aber letzten Endes für alle Körperteile, für alle Bewegungen, für alle Bewegungsabläufe, für die Muskelketten im ganzen Körper, dass das Zusammenspiel dieser ganzen Ketten, dieser Bewegungsabläufe auch nochmal verbessert wird. Und genau das ist beim Warm-up mit der Fall. Nächster Punkt ist das Mobilisieren. Im Alltag sitzen wir sehr, sehr häufig, beziehungsweise bewegen uns auch nicht so, wie ich gerade schon gesagt habe, nicht so ausgiebig. Und dann letzten Endes die Gelenke, die Muskeln einmal durchzubewegen über die volle Range of Motion, bevor die eigentliche Trainingsbewegung überhaupt beginnt, sorgt auch dafür, dass die Gelenke mobilisiert werden, die Muskeln weicher werden und die Beweglichkeit damit verbessert wird. Genau. Und ein anderer sehr schöner Punkt, wenn wir von schwererem Training reden, auch bei leichterem Training ist das noch mit ein Punkt. Beim Warm-up ist es praktisch möglich, seine Tagesform direkt zu ermitteln. Also beim Warm-up merkst du schon, okay, die Hantelstange wiegt immer 20 Kilo, heute fühlt sie sich brutal schwer an, die 60 Kilo fühlen sich schwer an, die 120 fühlen sich schwer an. Vielleicht ist es an dem Tag besser, ein bisschen Back-off zu machen und nicht wirklich ans Limit zu gehen, beziehungsweise manchmal ist es okay, die 20 Kilo fühlen sich an wie nichts, die 60 immer noch, die 120 fliegen auch noch und dann eben ins Volle gehen, ne? Sprich, das Warm-up hilft dir auch dabei rauszufinden, okay, habe ich heute gut geschlafen, gut gegessen, vielleicht viel Stress gehabt, zu wenig getrunken, um zu wissen, okay, kann ich heute Vollgas geben,
oder nicht. Genau. Gerade habe ich auch schon von schwer gesprochen. Da kommen wir zu dem Punkt Nervensystem. Angenommen, wir sprechen von einer Kniebeuge, 180 Kilo Arbeitssätze, dann ist es völliger Quatsch, auf das Laufband zu gehen und letzten Endes sich 20 Minuten aufzuwärmen. Letzten Endes ist dadurch die Körperkerntemperatur angestiegen, Durchblutung wird angeregt, mitunter auch ein bisschen die Schmierfähigkeit in Knie- und Hüftgelenk verbessert. Aber was wir überhaupt nicht haben, ist unser Nervensystem. Unser Nervensystem ist überhaupt nicht darauf vorbereitet. Es kennt jeder, 80 Kilo auf die Bank, einmal rausheben, fühlt sich brutal schwer an. 20 Kilo auf der Bank, 40 Kilo auf der Bank, 60 Kilo auf der Bank. Dann nochmal die 80 Kilo rausheben und es fühlt sich schon gar nicht mehr so schwer an, weil das Nervensystem darauf vorbereitet ist. Also kalt, direkt das Startgewicht rauszuheben, hoffentlich macht das sowieso keiner von euch. Aber das wäre eben eine ganz, ganz blöde Idee, weil das Nervensystem gar nicht darauf vorbereitet ist, diese intensive Belastung jetzt aufzunehmen. Sprich, die Warm-up-Sätze helfen dir auch von der Intensität her, dein Nervensystem aufzuwärmen, um damit ready zu sein für deine schweren Arbeitssätze. Beim Warm-up würde ich nicht empfehlen, Dehnübungen zu machen. Mobilisieren, ja. Dehnen, also klassisches Dehnen, gerade statisches Dehnen würde ich beim Aufwärmen nicht machen. Warum? In der Muskulatur bzw. in der Sehne sitzen Rezeptoren, welche die Länge bzw. die Spannung in der Muskulatur messen. Dadurch weiß ich überhaupt mit geschlossenen Armen, wo befindet sich mein Arm, wie weit ist der Ellenbogen gebeugt, kann ich damit an meine Nase rankommen, bin ich zu weit oben, zu weit unten. Die Rezeptoren, die messen das, errechnen daraus die Gelenkwinkel und so weiß dein Gehirn letzten Endes, wo du dich in Zeit und Raum befindest. Wenn du jetzt hingehst und an diesem Muskel ziehst, ziehst du gleichzeitig an den Rezeptoren. Wenn du diesen Zug entsprechend lange aufrecht erhältst, werden diese Rezeptoren verwirrt. Das kennst du vielleicht schon nach dem Dehnen, fühlt sich das Ganze erstmal ziemlich labberig bzw. locker an. Und genau dieses Gefühl willst du bei einem schweren Arbeitssatz nicht haben. Deine Rezeptoren sind nicht mehr in der Lage, exakt einzuschätzen, ist der Ellenbogenwinkel jetzt bei 90 Grad, ist er jetzt bei 20 Grad oder ist er bei 150 Grad. Und das willst du natürlich beim schweren Bankdrücksatz unbedingt vermeiden, dass dein Gehirn nicht mehr in der Lage ist, exakt zu errechnen, wo sich welcher Körperteil befindet. Das erhöht nämlich die Verletzungsgefahr. Und dann kommen wir auch noch dazu, warum das Warm-up auch noch im Verlauf oder wie dir das Warm-up im Verlauf eines Workouts helfen kann. Angenommen, wir haben eine Push-Session, Bankdrücken, danach noch ein paar Dips, Triceps, Extension und Frontdrücken noch zum Ende. Natürlich wärmt man sich fürs Bankdrücken auf, ganz klar. Entsprechend 20, 40, 60, 80 Kilo locker rantasten. Aber was ist mit den anderen Übungen? Selbst von den anderen Übungen, also Frontdrücken und Dips, würde ich auf jeden Fall auch nochmal leichte Aufwärmsätze machen, um in die Bewegung reinzukommen. Also einfach die Bewegungsausführung, auch wieder Thema Propriozeption. Das Ganze wird dir in der entsprechenden Ebene, in der du arbeitest, jetzt habe ich drei Beispiele gebracht, wir haben einmal das Drücken nach vorne, nach oben und nach unten. Und das wird dem Körper auch nochmal helfen, in der entsprechenden Ebene zu arbeiten und damit bessere Trainingsleistungen und bessere Ergebnisse zu erzielen. Genau. Wenn du Fragen haben solltest, schreib mir gerne. Ich freue mich in jedem Fall von dir zu hören und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Reinschauen.